Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ja einen Frosch im Hals und ich habe das Unboxing von der Glossybox Black Friday Edition für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Special Edition, die es jetzt hier zum Black Friday geben wird, eine LI quasi. Und für Abonnenten kostet die einfach nur 20 Euro und für Nicht-Abonnenten kostet die normalerweise 30 Euro. Aber mit meinem Code CLAUDIALIMITED kannst du 5 Euro sparen und bekommst sie dann als Nicht-Abonnent für 25 Euro. Finde ich ganz cool und ich würde sagen, ne, schickes Design. Wir schauen noch einfach mal rein. Ich habe sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um sie hier vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch noch eine Box ergattern könnt. Hier steht auch wunderschön drauf, Black Friday Edition. Das finde ich ganz nice, ne? Ich finde das Design der Box ganz schön. Ich finde sie super schwer. Also wir werden hier auch viel Pflege wahrscheinlich drin haben. Ich entferne ganz schnell den Deckel und freue mich Keks. Also... ich habe auch eben auf Instagram das nämlich gepostet tatsächlich. Wahrscheinlich kriege ich da gerade ein paar Nachrichten zu. Ich habe auch einen Code, womit du regulär die Glossybox ein bisschen günstiger bekommen kannst. Das ist Glossy Clowny, da bekommst du 20% auf die Box. Oder wenn du quasi den Freunde werben Freunde-Code nehmen möchtest, den ich als Abonnent regulär sowieso habe, weil ich habe die Box ja selber auch noch im Abo, kannst du Claudia-RSQ nehmen. Damit sparst du, glaube ich, 5 Euro oder so auf dein erstes Abo, keine Ahnung, oder das erste Abo in der Box, das erste Box, die erste Box, was? Auf irgendwas sparst du 5 Euro. Ich muss erstmal in meinen Redefluss hier ein bisschen reinfinden. Und dann bekommt man nämlich immer einen früheren Zugang zu diesen Limited Editions. Man bekommt sie günstiger, habe ich ja eben auch schon gezeigt, ne? Und es lohnt sich schon, Abonnent zu sein von der Glossybox, kann ich immer wieder so betonen. Hier haben wir dann den Blick auf die Box ohne Deckel und da haben wir auch ein Magazin drin, wo wir uns gleich mal durchlesen werden. Und ich kann aber hier schon mal... Nein, komm, wir lesen uns erstmal durch, was die Grundidee dahinter ist, Black Friday. Okay, quasi gestern war in den USA Thanksgiving und das ist so eine Art, ja, wie wir halt unser Erntedankfest haben, ist bei denen aber halt nochmal ein bisschen opulenter, das Ganze ist halt ein Volksfest. Und dann wurde irgendwann dann quasi der Black Friday in Amerika eingeführt und wie das halt so ist, das schwappt ja alle rüber, die Welt wird amerikanisiert quasi und wir haben hier auch Black Friday. Da gibt es immer feine Rabatte, ne? Okay, die Boxenpacke haben sie jetzt, sich jetzt nicht so viel dabei gedacht, denn hier steht gar nichts mit bei. Es ist einfach Black Friday. Läuft. Ja, Fascination Black Friday. Ich finde es auch immer faszinierend, ne? Was habt ihr euch schon zum Black Friday gekauft? Also bislang, also heute ist auch Freitag um 13.53 Uhr, während ich das Video hier drehe. Und um 18.30 Uhr geht es gleich nämlich online. Quasi, wenn ihr das seht, bin ich gerade auf dem 2G Plus Mädelsabend. Habe mich dafür auch schon ein bisschen hübsch gemacht. Und wir haben uns einen Fernseher gekauft. Ja. Ich habe es ja in meinem Wunsch-Wishlist-Video auch angeteasert, dass ich das vorhatte. Mein Freund hat mir zugehört, als ich geschnitten habe. Macht er sonst nie. Hat direkt ein paar Links rausgesucht und mir gezeigt, was man so gegebenenfalls nehmen könnte. Und dann sind wir kurzerhand losgefahren und haben so einen Laden einfach angeguckt und dann auch gekauft. Okay. Wow, langes Intro. Aber ihr kennt das ja von mir. Notfalls sind hier unten Timestamps drin, da könnt ihr weiterhüpfen, ne? Aber so ein paar News kommen, Leute. Das kann man doch wohl mal bringen. Ich rieche nichts raus. Ich sehe hier schon Konfit drin. Ich meine, gut, ja. Nein, da kommen wir später zu. Erstmal aufmachen und dann kann ich über die einzelnen Produkte reden. Aber ich habe schon direkt was im Kopf, was ich dazu sagen will. Okay, so. Hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und wir sehen tatsächlich erstmal nur eine Tuchmaske, was ich per se gar nicht so schlimm finde. Denn durch den ganzen Stress, den wir uns ja zu Black Friday machen, wir schwitzen, weil wir die besten Rabatte für die besten Deals suchen. Und da müssen wir uns am Abend nochmal vielleicht eine Tuchmaske gönnen, weil es war so anstrengend. Wir sind ausgelaugt und brauchen ein bisschen Selfcare. Keine Ahnung. Ich versuche das jetzt hart zu interpretieren, weil es gab ja keine Mottobeschreibung. Ne? Das hier ist jetzt von Garnier Skincare, die Hyaluron Shot Fresh Mix Tuchmaske. Ich finde die ganz fancy, ganz witzig. Ich verstehe nach wie vor nicht so wirklich, warum das nicht direkt schon zusammengemixt ist. Finde es aber eigentlich ganz cool. Ne? Wenn man das dann anwendet, dann knickt man hier nur die Seiten zusammen, kann das Serum hochpressen und dann hat man hier oben das Tuch, dann kommt das in das Tuch, dann fusselt man so rum, kann sich das drauf machen und die sind wirklich sehr, sehr, sehr geil durchtränkt dann. Also das muss ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig gut und die Maske gefällt mir auch sehr gut. Da freue ich mich doch drüber. So,
So, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Compete-Produkt. Natürlich brauchen wir Blasenpflaster, Leute. Denn deswegen macht es auch endlich mal Sinn, so ein Blasenpflaster in der Box drin zu haben. Wir laufen uns doch die Füße wund, um die besten Deals in den Läden vor Ort, also stationär, auch tatsächlich zu finden, oder nicht? Ne? Und weil man dann natürlich einige Kilometer zurücklegt, könnte es sein, dass man sich die ein oder andere Blase läuft und dementsprechend für die Ferse ein Blasenpflaster brauchen könnte. Ich mag keine Blasenpflaster in Beautyboxen oder in Adventskalendern, aber ganz ehrlich, hier macht es einfach mal Sinn. So selten, wie ich sowas zugeben würde. It is, wie it is. Und Leute, Alter, Alter, haben die rausgehauen. Ist das Ding voll? Alter, ist das voll. Okay, ich nehme mal das riesengroße Produkt hier raus. Von Revlon. Unique One. Was ist das? Steht das hier? All-in-One Hair Treatment. Das soll reparieren, stärken, Conditions und entwirren, Frizz kontrollieren, mit Feuchtigkeit spenden, Hitzeschutz geben, Boost, Schein, also quasi Schein geben, die Haare soft machen, dann Split, so ein, diesen Spliss vermeiden quasi und den Haarstyle erfrischen. 150 Milliliter. Also das ist so ein wirklich, ich habe keine Zeit, weil ich muss ja zum Black Friday und da muss ich alle Schritte jetzt alle auf einmal machen und deswegen nehme ich das Produkt. Vielleicht so von der Intention her, man weiß es nicht. Ich bin jetzt ja, heute bin ich sehr interpretativ unterwegs und das ist so ein Leave-In-Ding scheinbar. Sowas mag ich ja, das ist ja wirklich easy peasy Sonnenschein, ne? 10 real benefits, also quasi 10 echte Benefits. Mhm. Jo, cool. Also ich mag gerne, wie gesagt, Leave-In-Treatments, verwende ich auch wirklich täglich. Deswegen wird das auf jeden Fall in meine Backup-Sammlung kommen und demnächst verwendet werden. Und dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video irgendwann mal berichten, wie es so war. Cool. Dann habe ich hier auch noch das war, glaube ich, ein Teaser-Produkt, ne? Luxie Beauty haben wir hier nämlich einen Stippling Brush drin. Den habe ich auch schon. Der ist echt gut. Das ist der 524 Small Fiber Brush. Ja. Ne? Den kann man nehmen, um halt so Cream Blush oder Cream Bronzer oder Cream Highlighter aufzutragen. Oder halt, wenn man seine Foundation super leicht auftragen möchte, kann man den auch verwenden. Vielleicht im Hinblick auf Black Friday, man shoppt sich so wild durch die Gegend und hat dann ganz viele neue Produkte, wo man nicht unbedingt einschätzen kann, wie gut oder wie stark oder wie heftig die Pigmentierung ist. Und dann sollte man vielleicht erstmal zu einem Stippling Brush greifen, bevor man einen regulären Pinsel dafür verwendet, um es erstmal vorsichtig aufzutragen. Meine Herren, Deutsch Ecker, hat sich gelohnt. Interpretieren kann die Frau. Dann habe ich noch ein bisschen was so für einen Duft ist. Das passt auch. Deo, ne? Von S. Oliver, So Pure Woman. 75 Milliliter haben wir hier drin. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal leer gemacht. Und Deo kannst du jetzt auch ganz gut gebrauchen. Genau wie bei dem Blasenpflaster ja auch. Man läuft durch die Gegend. Andererseits, du sitzt vor deinem Bildschirm, wenn du sowas online halt machst mit dem ganzen Shoppen, ne? Und du hoffst auf die besten Deals und du schwitzt, weil du gegebenenfalls Angst hast, nicht den besten Deal zu finden oder keine Ahnung. Oder du schwitzt, weil du Angst hast, dass dein Konto allzu sehr weint. Man weiß es nicht, aber ich finde es schon mal witzig, tatsächlich. Wenn hier noch Tempos drin wären, das würde ja auch passen. Ist es aber nicht. Dann haben wir hier etwas drin von Josephine Cosmetics, das ist ein Lip Power. Das kommt auch in meinen Full-Face Beauty Boxen rein, was ich monatlich drehe. Und die Box, also der Inhalt dieser Box, kommt tatsächlich da ja auch mit rein, weil ich diese Box ja noch im November öffne. Das ist ziemlich cool, ne? Und dann immer zum Ende des Monats, ich schreibe mir dann auch immer die Produkte auf und packe die in eine separate Box, schaue ich, wie die ganzen Produkte in meinem Gesicht zusammen funktionieren. Das finde ich immer ziemlich cool. Wie gesagt, Josephine Cosmetics, ein Lip Power. Den habe ich aber schon in der Farbe Glamorously Healthy. Das heißt, da kann ich einfach den nehmen, den ich bei mir in der Sammlung schon drin habe und verwenden. Ja, finde ich cool. Ja, ein schönes Rostrottönchen ist das quasi. Und das ist eher so ein ja, Liquid Lipstick halt, ne? Und sowas ist dann natürlich auch zum Black Friday ganz passend, weil man ja möchte, dass das Produkt lange anhält und man nicht viel Zeit darauf verschwenden muss, es immer wieder zu korrigieren. Deswegen so ein lang anhaltendes Vieh ist nicht weg und eine krasse Farbe auf den Lippen ist schön. Keine Ahnung. Dies wäre so meine Interpretation. Rosige Wangen und ein Highlight schafft Elikia Beauty mit dem Illuminateur Naturell in Vegan vor allem, Illuminateur
Tör Nacré. Den habe ich mir umgefüllt in so ein anderes Pöttchen. Das heißt, den habe ich auch schon da. Ist ein schöner Blushleiter. Auch das wieder so ein Produkt 2 in 1. Ne? Brauchst du nur eben dieses Produkt verwenden und musst nicht Blush und Highlighter verwenden. Kannst du in Kombination mit dem Stippling Blush anwenden. 1A. Und ich finde den auch sehr, sehr schön. Der macht eine gesunde Wangenfarbe und passt tatsächlich dann auch wieder zu diesem Black Friday Motto, wenn man überlegt, dass man quasi an Black Friday diese Produkte verwenden würde. Ne? Dann habe ich hier noch, also super viel Sachen drin, von Verso. Da wird die eine oder andere sich tierisch drüber freuen, weil sauteuer. Hydration Serum mit Niacinamid, geil, 10 ml haben wir hier drin. Und Niacinamid ist auch hautberuhigend. Beruhigung können wir alle sehr gut gebrauchen zum Black Friday, weil wir so aufgeregt sind alle. Ja, und ein Serum mit Feuchtigkeitsspendung kann man auch sehr gut gebrauchen in dieser Jahreszeit allgemein. Ne? Ich kann es generell das ganze Jahr über super gebrauchen. Meine Haut liebt Niacinamide, sie liebt auch Retinol. Das liebt sie aber tatsächlich nur zur Winterzeit, wenn die Sonneneinstrahlung nicht allzu hoch ist. Und ja, hier freue ich mich tatsächlich drüber, denn so ein Verso-Serum ist von einer guten Geschichte. Ne? Also von einer guten, teuren, hochwertigen Marke. Joa. Was hat Vinu? Was von Incredible? Ein Jelly Shot Lip Quencher. Oh, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, den hatten wir ja schon öfters mal drin gehabt. Ich weiß nicht, ob der noch ganz so fresh ist, weil der auch gar nicht so fresh hier mehr aussieht. Aber gut, das ist so ein Lippenpflegestift und ja, auch Lippenpflege kann man gebrauchen. Ne? Entweder halt, bevor man so einen Liquid Lipstick aufträgt oder wie auch immer. Den hatte ich, wie gesagt, mal da. Ich weiß gar nicht, wo der hingekommen ist. Oder ich habe den noch in meinem Backup-Schrank liegen. Muss ich mal gucken. Dann könnte ich den nämlich auch ins Fullface Beauty Box mit einbeziehen. Ansonsten würde ich den jetzt nicht extra aufmachen dafür. Ex-Revenge. Und hier scheinen auch irgendwelche Goldpartikel mit drin zu sein. Ja, Lippenpflege, ne? Das kann man halt zu dieser Zeit einfach gut gebrauchen. Das muss jetzt nicht unbedingt zum Black Friday sein. Denn so ein bisschen Pflege ist nice. Hier habe ich was drin, was mich hart freut, denn ich liebe diesen Eyeliner von Ayeko. Black Magic Liquid Eyeliner. Ich sage immer Eyeliner. And White Lash. Das ist einfach hier so eine kleine Größe davon mit 0,3 Millilitern. Und das Gute an diesem Eyeliner ist einfach, dass der so eine Pinselspitze hat. Und damit kann ich persönlich halt einfach am besten. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, so eine, ne, das sind so... Ja, es ist halt kein Schwämmchen, es ist kein Dip-Eyeliner. Es ist halt wie dieser Kat Von D Tattoo-Liner. Und den hatte ich auch schon mal in meinen Favoriten drin. Der hält Ewigkeiten, weil der halt kein Schwämmchen hat, was austrocknet. Und wenn ich den jeden Tag verwende, ein halbes Jahr, komme ich das safe mit hin. Das ist Hardcore, ne? Ich finde den wirklich toll. Ich glaube, den werde ich mir jetzt auch wieder an meinen Schminktisch stellen mittlerweile, weil ich habe mich jetzt wieder auch versucht an so einem Filz-Eyeliner. Dann habe ich jetzt hier von Tarte den Tarte Ist, ne? Furchtbares Teil. Jedes Mal kriege ich die Pimpernellen, wenn ich den verwende. Ich glaube, der darf mal wieder rein, aber erstmal kommt er in meinen Fullface Beauty Boxen mit rein und da freue ich mich. Da freue ich mich echt drüber. Hat auch eine Kugel zum Schütteln drin. Yay! Das freut mich immer. So, das hier dürfte eine Mascara sein von Plum and Poppy. Die müsste ich auch haben oder die habe ich schon ausgegeben. Ne, die habe ich glaube ich noch. Curl and Volume Mascara. Das ist diese hier. Und ja, wow. Also mein Fullface Beauty Boxen ist wirklich prall gefüllt dieses Mal. Das heißt, sehr positiv. Wir haben hier super viel dekorative Kosmetik drin. Das finde ich gerade extrem gut. Das freut mich immer. Weil ich persönlich habe die Glossy Box auch immer gerne im Abo gehabt, eben um neue Schminke halt testen zu können, um meine Schminksammlung zu vergrößern. Und ja, ab und an hast du da auch ein bisschen Pflege mit dabei. Das finde ich auch ganz schön. Aber dekorative Kosmetik, da schlägt mein Herz halt einfach ein bisschen mehr für. Genau, so schaut die Mascara aus. Und ich kann euch auch mal ein Bild einblenden. Na, nicht mich fokussieren, du sollst die Mascara fokussieren. Wie das Bürstchen so aussieht, weil die mache ich jetzt natürlich nicht auf. Aber ich kann euch das einblenden, wie gesagt. Und ihr werdet sie dann auch im Fullface Beauty Boxen höchstwahrscheinlich im Einsatz sehen. Mensch, ich finde das wirklich cool. So viel dekorative Kosmetik, ne? Das ist ja fast eine komplette Schminkbox. Finde ich geil, denn hier haben wir noch ein Schminkprodukt drin. Und zwar, das haben wir selten in Beautyboxen drin, ein Setting Spray. Das ist von der Marke, die mir auch so nichts sagt, Saint Luxe. 75 Milliliter und da sind Sternchen drauf, ne? Zu Black Friday, klar. Also Mascara natürlich, Black Friday, ne? Augen, keine Ahnung, Mascara geht immer. Genauso Eyeliner auch. Und bei Setting Spray, das Gesicht sollte an Ort und Stelle bleiben. Da haben wir auch sogar ein Cruelty-Free-Produkt drin. Sowas finde ich auch immer charmant. Und ja, das sieht hübsch aus, ne? Bin ich wirklich gespannt drauf, wie sich das dann in meinem Gesicht macht und wie das so funktioniert. Ich kann mal... Oh, schöner
Sprühstoß. Muss nicht oft sprühen, da kommt recht viel raus. Sehr angenehm auf der Haut. Aber auch keine Tröpfchen oder sowas, ne? Das finde ich auch ganz gut. Also der, ihr habt es ja gesehen, der Sprühstoß ist wirklich angenehm. Mag ich gerne leiden. Kommt ins Full Face Beauty Box. Ja, ich weiß, ich kann nerven. Einen haben wir noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch... Die packen ja öfters jetzt auch mal diese Shams Crememasken für Umme mit rein. Einfach so als Goodie. Ich weiß nicht, ob das jetzt preislich auch aufgeführt sein wird. Die kosten ja auch irgendwie 1-2 Euro, ne? Ja, sind zwei in eins. Also zwei Sachets. Aktivkohle-Crememaske, sanfte Reinigung. Reduziert Hautfett, wirkt antibakteriell gegen Unreinheiten. Mit Aktivkohle-Zink-Detox-Komplex ist für alle Hauttypen geeignet. Und sowas mag ich ja auch ganz gerne. Also ne, einfach mal so einmal im Monat so eine Detox-Maske. Das ist schön fürs Gesicht, wenn einfach das Gesicht mal so ein bisschen den ganzen Rotz raushauen kann und wieder frei ist. Also so habe ich immer das Gefühl, wenn ich so Detox-Masken nehme oder so reinigende Masken. Jetzt Peel-Off mag ich nicht so gerne, aber so Crememasken, die reinigend für die Haut sind, mag ich einmal im Monat ganz gerne tatsächlich. Und ja, darüber freue ich mich. Ne? Also zwei Masken, sau viel dekorative Kosmetik, ein bisschen Pflege, aber nur relativ wenig. Also für mich persönlich eine hammermäßig geile Box. Und das wird 20 Euro. Wenn ich, habe ich doch, ne? Ich habe mich jetzt ja nicht verlesen. Ich habe das eben nochmal auf der Glossybox Homepage gesehen. Hardcore. Das ist Hardcore. Gönnt euch hart. Core, wenn ihr wollt. Schaut dafür gerne in die Infobox, da habe ich euch die Links zu reingesetzt und ja, denkt an den Code Claudia Limited, falls ihr kein Abonnent seid, aber trotzdem die 5 Euro Rabatt mitnehmen wollt. Ansonsten ja, auch die ganzen Codes für meine Glossybox Geschichten, ne, dass ihr da halt die Glossybox auch entsprechend günstiger bekommt, auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und das war's hier von mir. So, hier auf zu labern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!